So, meine Damen und Herren, sind wieder zurück bei Going Medieval. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt. Dafür wird nachträglich hochgeladen und wir gründen immer noch die Schweiz. Ich habe mich leider noch nicht entschieden, was wir hier machen. Ich war da in der letzten Folge nämlich noch dran. Was wir aber definitiv machen, ist, dass wir hier mal drüber bauen. Ja. Was mich mir noch überlegt hatte, es muss ja noch nicht mal unbedingt ein Raum sein für, also es können ja auch Zimmer sein. Kann es ja auch hier irgendwie so teilen dann. Und da kann man hier einen Wohnraum draus machen. Oder hier teilen. So, hier einen kleinen Wohnraum machen. Das ging ja alles auch. Ist ja keine Pflicht, dass es eine Werkstatt wird. Gut. Was es aber definitiv braucht, ist ein Dach. Das heißt, wir gucken mal, wie weit wir das durchziehen können hier. Oh, das geht ordentlich weit. Wir hier wahrscheinlich dann nicht mehr, ne? Ja, das stoppt. Ein Raum zum Wohnen vielleicht. So, wo war ich aber? Wir wollten... Ich lasse das jetzt mal so fertig bauen. Einfach, dass da mal eine Decke drüber ist. Und dann verkleinern wir den Bereich mal schnell. So. Achso, kacke, jetzt habe ich das... Jetzt habe ich das kaputt gemacht. Obwohl ich gar noch nicht weiß, ob ich das so... Achso, oder nicht. Mach doch zwei Werkstätten mit eigenem Lagerplatz. Aber du meinst direkt schon, also dass wir es schon fix fertig machen mit Lagerplatz. Könnten wir? Die Wege kurz halten. Ja, das ist kein schlechter Gedanke. Ich kann auch überlegen, ob ich hier, ob ich das halbiere und dann mache ich diese, dass die Seite ein Lazarett wird. Ja. Dann wird das hier ein Wohnraum. Dann können die Kranken hier rein. Obwohl wir müssen ein bisschen gucken, dass die Wege wirklich, ja. Also hier oben, wir können sie auch höher machen. Dass unten Werkstätte drin sind und oben Schlafplätze. Kann man das umgestalten? Hier will ich gar nicht viel mehr machen. Da die Küche ist, dann Bibliothek, dann können die ganzen Köche und die ganzen Leute, die aus der Küche, Bibliothek und Küche, können dann hier arbeiten. Lazarett wäre dann trotzdem nicht schlecht. Eins war da hinten und die Werkstätte, hier noch im Wohnraum, die Werkstätte weiter vorne. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch kein grobes Bild. Dass das hier mal geschnitten wurde, das ist für mich schon mal entlastend, weil dann weiß ich, okay, hier wird schon mal ein bisschen anders aussehen. Damit muss ich ja arbeiten. So, aber das Schöne ist, die ganzen Sachen werden jetzt da mal hin transportiert. Du hast eine Ziege erfolgreich domestiziert. Wenn du schon hier bist, führ ihn doch direkt am Strick. Trainiert Tiere. Ja, macht aber am Strick führen, dann darf doch schnell priorisieren. Um den gleich mitzunehmen. Oder ist der aus die Fläche zu klein? Aus. Stiegan 34, sehr gut. Wilhelm 25.
Edler ist verärgert. Und ein bisschen wenig Nahrungsreserven haben wir, ne? Okay, verstehe. Na doch, natürlich geht das, wenn das hier fertig ist. Da wird ja der Helm nass jetzt. Okay, ich weiß nicht, ob wir über den Winter kommen. Weil die doch einen höheren Nahrungsmittelverbrauch haben, als das mir lieb ist. Wir können sicher noch primär fischen gehen. Gibt es halt Ziege. Na stimmt, wir haben viele Tiere, die wir einfach schlachten können, natürlich. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Jetzt wird hier mal ordentlich gefischt. Naja, ich habe das immer noch aktiv. So, ich hatte aber auch mit dem Gedanken gespielt, hier den ganzen Boden noch mit Steinboden zu versehen, damit wir allgemein noch ein bisschen schneller laufen können. Ich halte das nach wie vor noch für eine ganz gute Idee. Wir machen sicher mal die Fläche. Und hier gucken wir dann, ob wir abreißen noch oder was weiß ich. Dass die Leute auch noch mal ein bisschen schneller unterwegs sind. So. Schnellere Laufwege, weil damit sind sie 110% schnell und hier sind sie 85% schnell. Das heißt, wir machen, wie viel machen wir? 25% Geschwindigkeit wett. Das ist sicher mal hilfreich. Das bedeutet aber auch, dass wir das ähnlich hier machen können. Dass man schneller so hochkommt. Und ich weiß immer noch nicht, ob die Kalksteintreppe. Also die Kalksteintreppe hat 80% Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob die verbesserte Treppe mehr hat. Mann, es ist halt wirklich Herbst, ne? Es regnet aber die ganze Zeit. Das ist schon mal gut. Here we go, here we go. Ja, das ist super. Baumistlung? Oh nein. Ist nicht Zeit für einen Händler mal? Sind wir hungrig. Ach so, ich kann das Tier ja gar nicht runternehmen, weil ich da eine Treppe gebaut habe. Wie schlachten das Schaf da oben, das Ziege da oben? Weil ich kann das Tier nicht hier runter begleiten, ja? Deswegen konntest du das Tier auch nicht am Strick nehmen, Alatania. Ja, jetzt mal alles hin. Ich will den Wolf eigentlich noch irgendwo anders hinschmeißen.
könnten ihn zeitweise da reinmachen. Weil bis du den domestizieren kannst, Alatania, das dauert nochmal. Also machen wir für den Wulfi. Da vorne sind erschöpft. Ja, dann gehst du schlafen. So, das Tier schlachten wir, das hatten wir ja schon. So ein Lazarett, wo man hier rausstehen kann und auf in runter gucken oder rüber gucken, finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Oder halt eine Wohnfläche. Auch okay. So, jetzt sind die Bewohner hier ein bisschen schneller. Ich überlege gerade, ob ich eine der Türen rausnehme. Weil die Türen machen 30 Geschwindigkeit runter. Ich glaube sogar, dass wir ziemlich viele Türen haben hier, ne? Nehmen wir doch das mal schnell weg. Fesseln, die zersetzen sich nie, das ist gut. Talg zersetzt sich nie. Brustheld davon geht halt einfach kaputt. Dorfwohner sind unglücklich. Das ist wahrscheinlich, weil du müde bist, ne? Oder ratmüde, ja. Geht sich das nicht mehr aus mit dem Schlafen? Oh, es liegt an den Laufwegen, glaube ich. Das war das Problem. Tiere sind hungrig. Ja, du wirst ja gleich geschlachtet. Ist ja gut. So, haben wir denn genug Heu für die Tiere bereitgelegt für den Winter? Sieht nicht schlecht aus. Jetzt sind wir noch ein bisschen schade, dass er jedes Mal so hoch und runter geht, ne, wegen dem Höhenunterschied. Dieses Tuck, 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 Tuck. Hier ist auch nochmal Fisch. Ja, naja, die Schafe und so weiter und so fort, die sind da, um sie dann im Winter zu brauchen. Ich baue das jetzt trotzdem hier dran, aber mit einem kleinen... kleinen Änderung, weiß es noch nicht. 43%. Wie sieht es bei Willem aus? 34%. Ja, Stiegang kommt definitiv zu uns. Das ist gut. Fehlversuch gelungen, Fehlversuch gelungen. Da sind ja mega viele Eier. Mann. Da wird noch hart Kalk geholt. Können wir nochmal eine Schicht machen hier, ne? Bergbau 24.
Keiner hat die Muskeln, die du hast. Ich frage mich, ob Nahkampf auch ein bisschen trainiert wird damit. Nee. Eifrig. Ja, dann schlachtet das Tier. Wir machen mal schnell Folgendes. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Alatani ein bisschen zu viel zu tun hat. Das heißt, wir domestizieren die Hühner nicht. Trainieren die Hühner nicht. Das ist dann sinnfrei. Die Schafen und Ziege, das aber schon. Ja, kannst du einmal ins Gehege und dann wird einmal fett durchtrainiert. Besuch! Wer denn? Wer bist du? Eine Druidin. Und was bringt uns das? Besuch von Druidin! Clara E. von der Fraktion Zirkel von Avalon beehrt uns mit einem Besuch. Sie ist Druidin in ihrer Siedlung, organisiere eine Veranstaltung, um den Aufenthalt optimal auszukosten. Ja, und was muss ich denn machen, um den Aufenthalt, also, soll ich ein Fest ausrichten oder was? Wir arbeiten hier. Sehr schön, 80 XP gibt's. Gehst du jetzt schlachten? Ja, sehr schön. Tiere sind hungrig. Ja, du gehst mir mit der Meldung langsam auf den Senkel. Verzweifelt, durstig, hungrig. Dann musst du was essen. Wir haben noch genug zum Essen eigentlich. Nahrungsmitteltechnisch ist einfach noch nicht, ist noch nicht gegeben, ne? Küche wäre hier, glaube ich, schon groß genug. Das ist schon okay. Zur Not kann ich die Küche ja hier noch ein bisschen drüber erweitern, ne? Ich baue die Sachen immer recht gerne recht groß, obwohl das, glaube ich, gar nicht notwendig ist. Ich könnte auch so klein bauen, aber wenn man schon was aufbaut, dann richtig, oder? So, Nightingale, vielleicht macht es langsam Sinn für dich, das in einem Raum zu machen hier, ne? Statt immer noch draußen. Ich lasse es gerne ein bisschen laufen. Schnell das Gehege. Für den Wolf. Muss nicht wahnsinnig groß sein, weil das Gehege wird auch nicht wahnsinnig lange existieren.
Alatania, magst du mir mal schnell, wenn du das aufgebaut hast und ihn hier reingemacht hast, mal schnell mit der Druidin reden? Macht das Sinn? Ich weiß nicht, was ich mit den Besuchern machen soll. Da bin ich überfragt. Wir lagern das noch. Oh, fehlgeschlagen. Warte. Bei Wilhelm? Ah, fehlgeschlagen. Du bist erschöpft, müde. 10% hast du noch, das reicht. Die Laufwege sind gerade das größte Problem. Weil sie jedes Mal so außen rum müssen, ne? Hier so zack und dann runter. Und die schlicht und ergreifend einfach zu wenig Leute haben. Für die Größe, in der ich hier schon wieder agiere. Zwei Fenster hier rein. Ja. Ich sehe gerade, dass man die Fenster anders gestalten kann. Man kann auch ein großes Fenster hier rein machen. Das ist ja witzig. Auf welche Schwierigkeit ich spiele? Ich spiele auf schwer. So ein groß, also so ein großes Doppelfenster wäre natürlich auch witzig. Das lässt sich aber auch woanders hinstellen, ne? So, sehr gut, also. Könnten wir den Boden erweitern? Ich glaube, wir halbieren den Raum, machen den vorderen. Der vordere Bereich wird zu einer Werkstatt. Ich glaube, das ist smart. Und der hintere Bereich wird zu einer Wohnfläche. So wäre es exakt halbe halbe. Und so sind es 4. Muss eigentlich reichen. So, und dann machen wir eine Tür. Direkt hier. Aber das finde ich eins zu weit, ne? Die Idee ist folgendermaßen. Hier ist ein Raum zum Leben. Ja. Also der geht dann hier zu. Dann haben wir hier einen kleinen Raum. Ist dann etwa gleich groß wie hier. So. Und die hier vorne sind, die können dann in Bibliothek, Küche und so, Nahrungszubereitung. Also das ist dann hier in dem Bereich. Und die hier wohnen können, haben dann hier die Werkstatt. Ja. Das heißt, das kann man auch verlängern. Man kann also mehrere Wohnflächen auf der Seite machen und die Werkstätte dann hier auf dieser Seite. Dann kann ich die Lagerfläche ein bisschen in dem Bereich ansetzen.
würde ich sagen. Und kann dann weitere Werkstätte immer noch in dem Bereich hier anordnen. Und dann sind die Laufwege nicht so weit. Ja, aber das ist schon gut. Dass man von der Seite runter geht zum Keller. Ist zum Essen holen vielleicht keine schlechte Sache. Aber unter Umständen werde ich den Keller auf der Seite nochmal rausnehmen. Und dann machen wir die, statt dass ich die Küche hier drin mache, kann man eine Küche auch hier irgendwo machen. Also dass der Keller mehrere Zugänge hat. Wo ist Kirche und Speisesaal, Gemeinschaftssaal? Das können wir oberhalb machen. Also, ja gut, Speisesaal müsste auch relativ zentral sein, ne? Wäre es dann sinnvoll, dass wir den Speisesaal hier... Speisesaal müsste 50 Felder haben, ne? Die Nächte leiten einen langen Weg, ne? Nee, zentral wäre am besten. Nee, dann ist das schon in Ordnung. So. Aber ich muss es noch nicht jetzt fertig bauen, das ist noch nicht wichtig. Davon ist unglücklich. Durch Neste, ja, du magst Regen nicht, oder? Wo bist du schon wach? Ah, nein. Das ist Nightingale. Der Speisesaal ist dann nochmal ein Thema, ne? Aber den Speisesaal, der lässt sich unter Umständen auch hier einrichten. Obwohl ich dann damit nicht viel machen kann. Von hier aus? Ist das ein weiter Laufweg? Also, die Kirche würde ich wahrscheinlich oberhalb vom Speisesaal machen. Oder ich mache den Speisesaal hier oberhalb. Ja, so eine Kirche ist auch nicht schlecht. Wie sieht's aus mit den Hunden? Sind die bald trainiert? Wo schlafen die Hunde eigentlich? Dila ist verärgert. Nass. Verärgert. Stimmung. Ja, du bist ja bald nicht mehr lange nass, ne? Also bei dir kriegen wir aber, glaube ich, langsam das Problem, dass du überhaupt nicht happy bist. Alter, das würde die Ästhetik... Ästhetikwert 10. Sind da alles 10er Ästhetikwerte? Ich mach den kleinen Holztisch rein. Ja, aus Stein wäre sogar noch besser, ne? Obwohl ich ehrlich sagen, ich finde einen Holztisch aus Stein viel schöner. Ich finde einen Holztisch viel schöner als einen Steintisch. Ach so, das ist ein großer Steintisch. Na gut. Wir machen einen Steintisch rein. Korbstuhl, ästhetischer Wert, ästhetischer Wert. Und einen Holzstuhl halt hier so. Damit du einigermaßen happy bist. Druidin Flästin. Hatten wir irgendwo hier. Ästhetischer Wert, ja. Ein Schlafplatz ist halt nicht sehr schön.
Und von der Stimmung her. Stimmungsvorgabe minus 30, Tempo der Stimmungsveränderung plus 5, Zeit zwischen sozialen Interaktionen plus 100, Chance auf soziale Interaktion minus 50. Und ein bisschen Aufregung, wird dann schnell langweilig und sie fängt an Ärger zu machen, ein bisschen hysterisch. Okay, du bist nicht gut gelaunt. Wir machen noch einen zweiten Spieletisch. Den machen wir einfach mal schnell hier hin. Viele Leute haben wir. So. Das ist jetzt einfach Gemeinschaftsraum. Ich habe nachgesehen, was mit dem Besuch auf sich hat. Möchtest du es wissen oder selber rausfinden? Nein, hau raus. Hauen Sie raus, hauen Sie raus. Das ist schon okay. Der eine Raum ist ein bisschen größer als der andere. Obwohl ich so bauen könnte, dass ich zum Beispiel den hier in die Mitte setze. Dann kann ich da die Feuerstelle machen. Dann sind die halt nicht sauber voneinander getrennt. Aber jetzt ist auch schon zu spät. So, also, Seldun, weil du immer ein bisschen unglücklich bist, verschönern wir jetzt deinen Raum. Oh, Alatania, du hast eine Ziege domestiziert. Super. 13, bald 14. Was ist mit den Hunden jetzt eigentlich? 44, das geht wieder runter. Das ist nicht gut. Wo ist der andere Hund? Man kann die Beziehung zu anderen Fraktionen verbessern und sich bei Handel Vorteil verschaffen, wenn man zum Beispiel Feste abhält oder für Unterhaltung sorgt. Hashtag Diplomatie. Okay, gut zu wissen. Hier einfach mal alles dringend transportieren, bitte, damit ich hier endlich mal Ruhe habe. Das ist auch dringender Transport. Dann kann ich den Bereich nämlich mal wegmachen. Kann ihm überlegen, wie wir hier vorgehen. Und die Tier 1 verschieben. Hier eine Wand reinmachen. Und hier eine Wand reinmachen. Und die Wand raus. Und hier eine Wand rein. Und dann so durchziehen. Und hier runter. Dann könnte man hier auch noch einen. Ich könnte hier noch einen Raum reinmachen. Das würde gehen. Alatania, schön. Zwar beim Scheitern, aber egal. Das wird jetzt langsam. 42. Okay, jetzt geht gar nicht vorwärts. Hier, jetzt. Das gelingt. Das geht jetzt super. Duper, mega. Das sind direkt 20%. Nicht ganz. Etwa 10.
Upsala. So, das wird noch. So, das ist langsam weg. Der Regen ist wirklich, also im Herbst ist der Regen brutal. Das ist der Wahnsinn. So, dann machen wir das ganze Material mal schnell da rein. Es ist sehr unglücklich. Also, neben dem, dass ich es eh nicht optimal spiele, ist es auch so, dass die Hunde halt die ganzen... Also, normalerweise würden Hunde halt viel transportieren, aber das dauert jetzt einfach. Mann. Können die das bitte einfach mal transportieren, Mann? Sind alle beschäftigt mit allem Möglichen. 41, 33. Könnten wir... Okay, ich habe eine Idee. Jake. Wir legen Jake jetzt die Fesseln an. Und... Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber Jake soll jetzt Sachen transportieren. Und ich habe mir das bei William auch überlegt. Dafür bräuchten wir aber neue Fesseln. Die produzieren wir. Wenn das jetzt richtig gut läuft, dass er jetzt einfach die Hundertätigkeiten übernimmt, weil derzeit verbrauchen die nur Nahrung, aber sie bringen mir nichts. Und weil der Händler nicht kommt, bei dem ich das verkaufen kann, habe ich ein Problem. Das habe ich. Sehr viel Kalkstein mittlerweile. Das ist gut. Das sind viele Eisenbarren. Monate, Dankeschön! Hier auch die Kalksteinböden rüber. Wir machen das noch schnell, damit das auch sauber verbunden ist. Jetzt muss ich hier gucken. Upsala. Upsala. Kalkstein, Salz. Kalkstein. Salz, Kalkstein. So, da war das Salz. Das macht nichts. Hatten wir eigentlich die Ziege noch geschlachtet? Nein. Hatten wir nicht. Doch, haben wir. So, soll mal jemand kochen? Die Aale soll mal geräuchert werden.
bisschen beides gemacht wird. So, langsam wird's was. Jetzt habe ich aber hier einen Fehler gemacht. Achso, nee, warte. Das können wir lassen. Warum ist eigentlich da Heu? Heu hat doch hier zu sein. Nein, ach Mann, dieses Verschieben. Das ist jedes Mal mühsam. Ich würde gerne terraformen, damit ich das mit dem Boden wegmachen kann, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Weil ich es gerade nicht anders regeln kann. Ich mache die Räume jetzt übrigens. Wie man unschwer erkennen kann. Ich habe vergessen, vorne Fenster zu machen. Ja, dann bevor wir hier, Einzelebene, bevor wir hier irgendetwas machen, hier oben. Weil dann machen wir da mal die Steinmetzsachen rein und schmeißen die Steine hier vorne raus, damit die Fläche mal frei wird. Eigentlich kann es ein großer Raum sein, ich muss den gar nicht trennen hier. Das, was ich aber machen muss, ist, dass ich Balken bauen muss, ansonsten hält das nicht. Aber je nachdem, wie ich es aufbaue, kann man hier eine Schmiede reinmachen. Und das noch länger ziehen, oder wir brauchen den äußeren Bereich für was anderes. Hier ziehe ich garantiert durch. Mein Gott. Kann ich das nicht ausmachen, dass der jedes Mal... Das nervt mich, dass er die ganze Zeit diesen Sprung macht. Was ist Coyote-Zeit? Dauer der Kamera-Zielanzeige. Wie lange die Kamera auf dem Bildschirm bleibt, nachdem die Kameraaktion beendet wurde? Was ist, wenn ich das Ganze runter mache? Dann fahre ich so hier rum. Okay.
Also wenn ich das ganz hoch mache. Er wechselt relativ schnell. Am liebsten würde ich es ausmachen. Das ist es nicht, ne? Legt fest, ob die Kamera durch Böden und Wände sowie durch Gelände und Wasser versetzt wird. Okay. Ja doch. Muss ich das Spiel neu starten, wenn ich das einstelle? Das ist jetzt die Frage. Die Zeitspanne, die der Kamera in der Luft bleibt, wenn von der Kippe abhebt. Wenn die Kamera aktiv ist, wird dies durch... Ja, aber das machen wir beides aus. Ich finde das sehr anstrengend. Wenn irgendjemand im Chat weiß, wie man das umstellt, schaltet die Anzeige der Kamera CSV ein. Blablabla. Fest, ob die Kamera durch Böden und Wände sowie durch Gebäude und Wasser versetzt wird oder nicht. Das müsste ja eigentlich aus sein dann, ne? Also ich habe jetzt mal beides ausgemacht. Ich mach mal... Ich muss das schnell ausprobieren, ja? Das heißt, ich mache hier einen Schnellspeicher. Ihr habt schnell Black Screen. Naja, kling, kling. Laden. Weil dieses Rumgehüpfe finde ich mühsam. Verschiebt mir auch jedes Mal die Stelle, wo ich bauen will, ne? Deswegen, ja. Und ich habe es jetzt mal ausgemacht und ich kann mir vorstellen, dass beim Neuladen, dass er dann vielleicht das packt. Nein. Also ich gehe davon, also für mich ist es so, dass wenn ich hier ein Häkchen mache, dass er dann eigentlich, dass das eigentlich sein muss. Kann auch sein, dass es noch buggy ist, weil es ist halt nach wie vor noch Early Access, ne? Darf man nicht vergessen. Benötigt Kalksteinziegel, ja? Was ist das hier? Sind das keine Kalksteinziegel? Ah ja, du machst die, genau. So, hast du dem das denn jetzt schon angezogen? Und kann ich den jetzt brauchen als reguläre Person? Da sind die Handschellen. Er versetzt mich jedes Mal. Wenn jemand von euch Lust hat, das zu testen auf Twitch, also wenn ihr gerade schnell das findet, wäre ich euch sehr dankbar. Wenn ihr sagt, ich bin zu faul, das gerade zu machen, ist auch okay. Nur wenn jemand gerade Lust hat. Achso, ja genau, ich mache hier die Fenster rein, ne? Haha, guck mal, mega geil, voll cool. Schön. Die sind verärgert, immer noch. Zweifellos hässliche Ausstattung.
Diese Lumpen passen nicht zu mir, Tim. Manche Siedler stört es, wenn ihre Kleidung von schlechter Qualität ist. Ich schneide etwas schöner für sie, um die Stimmungsmodifikatoren zu vermeiden. Oi. Du bist verärgert, Nightingale. Also, wir versuchen für dich mal schöne Winterkleidung herzustellen. Das muss Jawohl gleich machen. Weil deine Quali ist schlecht. Warum ist das eigentlich ein Problem für dich? Winterkleidung schwach. Solide. Schwach. Du bist auch der Einzige, der sich darüber beschwert. Mann! Haufen Fischgerichte mittlerweile. Das muss schneller laufen. Viele sind verärgert. Ja, ich weiß, ich weiß. Du betest gerade, wir warten. Wann arbeitet ihr eigentlich? Ab 8. Das ist theoretisch jetzt. Stell mir was Schönes her, weil theoretisch hast du die Talente dafür. Ich weiß, dass Nahrungsmittel ein Problem ist für uns. Der Verbrauch ist halt irgendwie immer noch hoch. Und noch die letzten Beeren im Herbst. Ein paar Tiere noch. Haben wir hier gerade noch was zum Fischen? Eine Stelle haben wir noch. Es kam echt lange kein Händler mehr vorbei, ne? Wir machen mal schnell Folgendes. Wir stellen mechanische Komponenten her, weil ich glaube, dass die von gutem Wert sind für uns. Da wird geräuchert, sehr gut. So, wurde irgendeinem jetzt mal Handschellen angelegt eigentlich? Okay, und wie können wir den jetzt rekrutieren, bekleiden, freilassen? Wie können wir den denn jetzt brauchen als Arbeiter? Der Almanach hilft mir da auch nicht. Ah, Sträflingsarbeit, hier. Okay. Jake. Pflanzen, Bergbau, Ernten, Anpflanzen, Bau. Nein, nicht das S-Wort. Wir nennen es Leibeigenschaft.
die Handschuhe auch noch. Wegen Ernten, Bergbau, Pflanzen schneiden. Er ist immerhin zu gebrauchen für Bau. Dann soll er Bausachen auch machen, ne? So. Also. Fenster ist und dann kann ich mir überlegen, das Gebäude, also das hier noch ein bisschen weiter nach außen zu ziehen, ne? So ein paar Meter, muss nicht viel sein, kann auch kantig werden, also bis hier und dann so wieder rein. Soll sich mal um den Bau kümmern, würde ich sagen. Oder Bergbau? Ich habe halt Schiss, dass er die Sachen kaputt macht, ne? Wenn er so einen schlechten Bergbauwert hat. Also Stiegand ist halt super. Ihn würde ich halt eigentlich gerne, dass er rüberläuft. Kunst, Nahkampf, Meisterschütze, Schmied, Schneider. William ist absolut unbrauchbar. Jake ist alten Handwerker. Den kann man wenigstens dafür brauchen. Bergbau-Nudel. Safti, danke Mann für 18 Monate, Hallöchen. Dankeschön, Dankeschön. Dann muss ich den Terminplan aber ändern. Und zwar machen wir das so. Am Morgen lässt du die los und am Abend schickst du sie wieder rein. Ich weiß jetzt nicht, ob beide schon die Handschellen anhaben. Nein, aber die Handschellen habe ich sicher gemacht, ne? So, wie sieht's bei Alatani aus? 14, bald 15. Ja, da ist jemand am Jagen. Wo? Ich würde den Wolf gerne mal töten. Sind die auch noch dran? Ich mache mal noch schnell. Ja, hier wird noch dran gearbeitet. Wo bist du denn? Du bist am Fischen gerade. Ich wollte eigentlich noch schöne Winterkleidung machen für Nightingale, weil der sich beschwert hatte. Die Kleider sind nicht schön. Na, hässliche Ausstattung. Selten hat auch ein Problem. Verzweifelt durstig. Was denn? Durchnässt. Ja, es ist halt Herbst. Was will ich machen? Ich kann das Wetter nicht ändern, Mann. Unfassbar, die Leute hier. So, wir ändern das hier auf
haben wir es. Holz. Material, Rohmaterial. Holz. Es geht darum, dass die Leute hier Holz haben, damit sie irgendwo Holz sehr hoch zum Feuer machen. Wir können auch Äste nehmen, aber ich glaube, Holz dauert länger zum Verbrennen. Das heißt, man braucht weniger Holz oder Äste. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Zweige, Holz, Kohle. Kohle lassen wir mal schnell weg. Aber es ist nass. Ruhe, Seldon! Jetzt nicht jammern. So, wir kopieren den Bereich und machen den noch schnell hier voll. Das machen wir auch noch schnell so und so. Kann ich das Dach hier noch fertig machen? Muss gemacht werden, nur dann ist die Stabilität auch korrekt. Wenn ich es bis hierhin ziehe, also wenn ich auf der Mauer hier nicht noch einen Boden mache, dann ist die geht die gesamte Stabilität von der Seite aus nach rüber. Das reicht halt nicht. Wenn die Klamotten nass sind, wird man krank. Das ist ein Problem für andere. So, wir priorisieren jetzt hier schnell die Produktion, bitte. Einmal schnell fertig machen. Wie hat das jetzt nicht geklappt? Sehr schön. Es wird langsam, Alatania. Es wird langsam. Trotzdem mal drunter. Ihr merkt schon, ich plane schon relativ früh groß. Es liegt daran, dass ich nicht anders kann. Geht so. Huhn unbenannt ist verstorben. No! Ein Huhn. Kann ich die Eier mitnehmen? Da ist das Huhn verstorben. Transportieren. Und dann klicken wir direkt auf Fleisch zubereiten, damit das Huhn auch zubereitet wird. Es gibt Huhn. Hier aus hoch. Kommen wir denn raus? Hier würden wir rauskommen. Aber das geht. Das ist sogar gut. Alles wieder 5 und 53er Kalkstellen, ne? Wahrscheinlich jagen müssen und so. Ich will hier eigentlich gar nicht rüber gehen, weil die Laufwege sind einfach wahnsinnig weiter. Da ist eine Ratte. Zum Glück haben wir keine Rattenplage. Ja, Kräutersamen. Wer ist denn hier? Ja, eine
90%. Ah ja. So, wir machen jetzt die Verbindung hier. So, ja, aber sag mir, dass du was Gutes hergestellt hast jetzt bitte hier, ja? Graffiti? Du? Was? Umgang mit Tieren? Warum machst du was mit Tieren? Da gehört das zum Jagen. Warte mal schnell. Was machst du denn da? Ah, du warst am Fischen. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Das, was ich an dem Spiel so mag, das ist so herrlich entspannt. So, theoretisch, Nightingale, dürftest du jetzt eigentlich schönere Kleider anziehen können. Mal schnell gucken, wo ich das denn bestimmen kann. Oder wo auch immer die schönere Kleidung hingelegt wurde. Winterkleidung schwach, Sommerkleidung solide, Winterkleidung schwach, Sommerkleider. Hm. Es ist entspannt sogar zuzugucken, das ist schön zu hören. Ja, das ist alles Sommerkleidung. Moment. Sommer. Keine solide Winterkleidung? Oder hast du dir das schon gekrallt? Eine hässliche Ausstattung. Das ist ein Problem. Wir entfernen mal alles und machen die Winterkleidung. Achso, das haben wir nicht. Kein Rotwildleder mehr? Was ist denn hier in den Schränken drin? Doch, Leder-Rotwild ist doch mehr als genug. Ah, 80 Material braucht man dafür aber. Und wir, also 80 haben wir nicht, das ist natürlich zu viel. Aus Leinenstoff ließe sich was machen? Ja, das ließe sich machen. Ich überlasse das dem Handwerker einfach selber, ne? Bisschen gefährlich, dass die Bibliothek noch aus Holz ist. Oh. 50. Nightingale wieder in der Nacht am Arbeiten. Aber das, die 2 Stunden, die du in der Nacht arbeitest, die machen eigentlich gar nicht so viel Sinn. Wenn ich dir sage, du musst Bergbau betreiben, ne? Weil bis du da bist. Eine Aussicht, positioniere dich woanders. So, ich habe jetzt immer noch nicht, irgendwie immer noch nicht gesehen, dass der Sträfling was macht. Das will ich Nightingale mal beobachten. Du müsstest ja eigentlich hier gucken wir gleich. Muss ich sicher noch besser einstellen.
Okay. Jetzt gehst du Steine holen, weil du... in deiner Freizeit machen kannst, was du willst. Und du willst in deiner Freizeit Steine holen, hast es dir aber gerade anders überlegt, weil die Stunde vorbei ist. Das ist nicht effizient gewesen. Aber das ist meine Schuld natürlich. So, jetzt machst du eine Stunde ein Nickerchen. Das heißt, auch dieses eine Nickerchen ist eigentlich nicht sinnvoll so. Zwei Stunden. Du arbeitest. Dann... wir machen das mal so. Mal gucken, ob das besser ist. Weil ich glaube, diese eine Stunde etwas machen... das macht nicht so viel Sinn. Das heißt, ich gebe dir mal zwei Stunden, wo du was machen kannst. Naja, was machst du jetzt hier unten? Worker in Action. Okay. Und jetzt gehst du schneidern. Das verstehe ich jetzt nicht. Achso, du hast ihm die Handschellen angezogen. Und wo lege ich denn die Arbeitsbereiche fest für die Leute? Für die Gefangenen? Na gut, wir haben ja auch nichts zu tun gerade, ne? Die sind aber auch alle unbrauchbar. Das ist ja schlimm. Schlecht in Botanik, schlecht in Bergbau, ne? Ja, also komm. Machen wir das mal so. Mal gucken, ob das geht. Obwohl, das gucken wir in der nächsten Folge. So, langsam wird es was, auch wenn erster Tag im Winter angebrochen ist. Ah ja, warte schnell, so, zack. Winter. Der Winter hielt drei Bünden in seinem eisigen Griff und so versammelten sich die Siedler an langen dunklen Abenden um das Feuer. Sie mussten sich in warmer Kleidung hüllen und ihre Kammern heizen, um die Kälte zu besiegen. Genau, das haben wir aber alles vorbereitet. Und in der nächsten Folge werden wir herausfinden, ob wir es überleben. Wir haben viele Tiere, die wir noch... also wir haben noch geräucherten Fisch. Am besten mache ich die Anzeige so, dann seht ihr das nämlich besser. Wir haben noch Räucherfleisch, Fischgerichte, Grillfleisch, geräucherte Fische. Ne? Also wir können ein paar Tage können wir hier durchhalten. Und zur Not werden halt Tiere noch geschlachtet oder wir jagen oder angeln noch. Weil das lässt sich auch im Winter machen. Gut, Like lassen, Kommentar lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ah ja, schreibt gerne rein, wie ihr eigentlich die Folgen findet. Ich mache es sehr entspannt, ne? Also ich lasse einfach laufen, ein bisschen quatschen. Feedback ist da sehr willkommen. Gut, bis zur nächsten Folge.